Leute, ich bin's Crystal und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Also ich wünsche euch einen schönen Valentinstag zuerst. Und heute mache ich ein Video, ein sehr, sehr interessantes und lustiges Video. Den, eigentlich muss ich euch sagen, das ist mein zweiter Versuch, denn ich habe, also das erste Video hatte Probleme und deswegen muss ich das Video wieder machen. Und ja, gestern war ich auf YouTube, ich habe ein Video gesehen von einem deutschen YouTuber. Also ich schaue sehr gerne diese Videos, wo Leute auf die Straße gehen und Leute Fragen stellen zu also verschiedenen Themen, zum Beispiel so, es gibt diese Beziehungstests von Joka Tululu und dann gibt es so diese Videos von Dennis. Also ich feiere dieses Video, diese Videos. Und heute, also gestern habe ich ein Video gesehen, wo ein YouTuber, ich kann mich nicht erinnern an seinen Namen, aber er ist auf die Straße gegangen, er war in Frankfurt und er hat die Leute in Frankfurt Fragen gestellt zu Deutschland, also über Deutschland. Und er wollte einfach sehen, wie viel Leute in Frankfurt oder die Deutschen über sich selbst wissen. Und das Video war ganz, ganz lustig. Die Leute da wussten fast gar nichts. Aber ich muss auch erwähnen, dass fast 3/4 von den Leuten im Video waren nicht Deutsch, also nicht Deutsch. Sie waren Ausländer. Ich werde einen Link in meiner Infobox lassen. Und ja, ich habe gedacht, ich werde mich auch testen mit Fragen über Deutschland. Also ich habe diese Webseite so gesucht, gegoogelt. Da gibt es Tests über die Einbürgerung in Deutschland. Wenn du in Deutschland leben möchtest, dann musst du, ich glaube, musst du diesen Test machen. Und auf dieser Webseite gibt es die Fragen und du musst zuerst ein Bundesland wählen, wo du leben möchtest und dann machst du den Test. Dafür muss man viel lesen, aber ich habe mich nicht vorbereitet. Ich mache das ganz spontan und wie gesagt, habe ich dieses Video eigentlich schon gemacht, vor einer Stunde, aber das Video war nicht so toll. Es war ein bisschen verwackelt oder wie man es sagt und ich mache das den Test wieder. Aber zuerst hatte ich eigentlich Hamburg gewählt, weil ich zweimal in Hamburg war. Und jetzt muss ich ein anderes Bundesland wählen, denn ich kann nicht wieder Hamburg machen. Und zu Hamburg wusste ich fast gar nichts, denn ich habe nicht bestanden. Ich hatte 16 Fragen von 33 richtig bekommen. Aber ich muss euch auch sagen, die Fragen sind sehr schwierig. Und wenn du nicht in diesen Bundesländern wohnst, dann kann es dir ganz schwierig sein. Also das weiß ich nicht. Ich war nur in Deutschland zu Besuch und ich könnte mich nicht wirklich informieren. Aber ich mache das, also ich mache den Test wieder jetzt und ich habe jetzt Berlin gewählt, denn Berlin ist so eine Multikulti-Stadt und ich glaube, vielleicht kenne ich irgendetwas über Berlin, denn ich war schon mal in Berlin. Ich werde jetzt den Test beginnen. Ich glaube, ich weiß ein bisschen über Berlin. Also ich kann das besser machen als den Leuten im Video. Und ich fange jetzt an mit der ersten Frage. Es gibt 33 Fragen. Und ich fange jetzt an mit der ersten. Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? Beim Einwohnermeldeamt. Ich bin mir ganz sicher, dass das die Antwort ist. Oder? Oder ist das Ordnungsamt? Ich sage Einwohnermeldeamt. Das Berufsinformationszentrum BIZ bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der Rentenberechnung, Lehrstellensuche, Steuererklärung oder Krankenversicherung. Berufsinformationszentrum. Also ich glaube, da gehst du, wenn du einen Beruf suchst. Ich sage Lehrstellensuche. Okay, ich gehe zu der dritten Frage. Warte. Ein Richter oder eine Richterin gehört in Deutschland zur vollziehenden Gewalt, rechtsprechenden Gewalt, planenden Gewalt oder gesetzgebenden Gewalt? Hä? Was sind das? Also ich sage einfach rechtsprechend, den Rechtsrichter, das klingt. Aber es gibt auch gesetzgebenden Gewalt. Rechtsprechenden Gewalt. Nein. Das ist richtig. Okay. Weiter. Ich habe jetzt 3 korrekt. In welchem Zeitraum gab es die DDR? Oh mein Gott. Geschichte. Keine Ahnung. Das muss ich raten.
Aber ich weiß, es ist nicht 1949 bis... Nee, eigentlich ist es 1900... Ja, weil die Wiedervereinigung von Deutschland ist 1990. Und ja, das ist 1949 bis 1990. Richtig! Woo! Okay, weiter. Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute? Keine Ahnung. Ich sag einfach 25? Da muss ich raten, ich habe keine Ahnung. Nee, das ist falsch. Okay. 28. Ja, okay, dann geben sie dir die Antworten da, aber ja. Okay. Ich gehe jetzt zur nächsten Frage. Womit kann man in der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden, wenn man auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder sozialem Gebiet eine besondere Leistung erbracht hat? Also mit dem Bundessadler, Bundesverdienstkreuz, Vaterländischen Verdienstorden, Ehrentitel Held der Deutschen Demokratischen Republik. Ich glaube, das ist falsch. Ich sage Bundes... Keine Ahnung. Ich sage Bundessadler. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nein, das ist falsch. Okay. Das ist Bundesverdienstkreuz. Ich habe noch nie davon gehört. Also das war einfach raten. Was war am 8. Mai 1945? Das war Ende des Weltkriegs. Ja. Also ich weiß ein bisschen über die Weltkriege. Ich weiß, 1914 bis 1918 gab es der erste. Und dann 1939 bis 1945 gab es der zweite Weltkrieg. Da bin ich ein bisschen informiert. Ich gehe zur nächsten Frage. Und die Frage ist, Gewerkschaften sind Interessenverbände der... Gewerkschaften sind Interessenverbände der Arbeitnehmer? Gewerkschaft, was ist das? Jugendliche Arbeitnehmer, Rentner, ich sag Gewerkschaft. Ist das Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Ich sag Arbeitnehmer. Ja, das ist richtig. Wie würden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat? Fall der Mauer natürlich. Ich glaube, nach der Wiedervereinigung, oder vielleicht verstehe ich das nicht richtig. Die DDR hat die Bundesrepublik besetzt. Die westlichen Bundesländer sind der DDR beigetreten. Die heutigen 5 östlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland. Ja, ich glaube, die Bundesländer sind beigetreten. Ich sag das. Das klingt richtig. Nächste Frage. Was bedeutet die Abkürzung CDU? Christliche Demokratische Union. Ja, das. Christlich-Demokratische Union. Okay, weiter. Ich glaube, ich kenne Deutschland. Oh mein Gott. Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin am häufigsten aufhalten? Also in Bonn, in Berlin, auf Schloss Meseberg, auf Schloss Bellevue. Ich glaube im Bundestag. Ich sag im Bundestag. In Berlin. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wow, okay. Weiter. Ich glaube, Berlin ist viel einfacher als Hamburg. Also ich bin jetzt auf der 12. Frage und in Hamburg hatte ich, glaube ich, 4 schon falsch. Was bedeutet der Begriff europäische Integration? Ja, Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. Hä? Okay, ich muss das sofort beantworten. Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU. Richtig. Ich fühle mich jetzt so intelligent. Was verbietet das deutsche Grundgesetz? Freie Berufswahl ist richtig. Richtig, natürlich.
Oh mein Gott, ich habe natürlich gesagt, das ist falsch. Zwangsarbeit. Also verbietet, nicht bietet. Sorry, ich habe das falsch verstanden. Verbietet, also es ist verboten. Zwangsarbeit ist natürlich verboten in Deutschland. Also im Gesetz. In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Ich werde das sagen, bevor ich die Antworten gucke. Ich sage, das ist Zeit, das man bekommt, um sich zu entscheiden, ob man sich scheiden lassen möchte. Okay. Das heißt, Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet. Dann ist sie okay. Okay, das Besuchsrecht. Trennungsjahr. Meine Antwort ist nicht da, aber ich glaube, das heißt, dass sie ein Jahr geheiratet bleiben, bevor sie sich scheiden können. Okay, das ist falsch. Das heißt, dass Mann und Frau führen, also ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben führen und danach ist die Scheidung möglich. Achso, okay, ja, ich verstehe es. Wenn ich sage, dass sie geheiratet bleiben, heißt es, dass sie so gezwungen werden. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Was heißt das? Vereinbar mit. Ich sage. Eigentlich verstehe ich ein paar Wörter hier nicht. Was ist Folter? Ich habe keine Ahnung. Die Prügelstrafe. Prügel? Nee, das ist nicht richtig. Das ist Leute zu schlagen, glaube ich. Und dann Todesstrafe. Gibt es Todesstrafe in Deutschland? Glaube ich nicht. Geldstrafe. Ja, ich glaube, Geldstrafe klingt nicht so brutal. Ja, richtig. Okay. Deutschland ist nicht brutal. Deswegen wusste ich, Prügelstrafe ist so Saudi-Arabien und so. Okay, weiter. Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht? Ich glaube, das ist das Grundgesetz, oder? Nee, das ist falsch, okay. Also, das ist... Okay, das ist die Eltern entscheiden das. Also heißt das, dass wenn die Eltern das nicht erlauben, dann darf das Kind nicht in den Kindergarten gehen? Das ist komisch. Wann baute die DDR die Mauer in Berlin? Ich weiß nicht. Ich sage 1933. 1961. Sorry, ich wusste das nicht. Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, wir waren in Berlin und wir sind zum Museum gegangen, aber mein Deutsch war so schlecht und ich könnte fast nichts verstehen. Deswegen die Museenführer oder wie sie heißen, haben so schnell gesprochen und ich könnte fast nichts verstehen. Und ja, leider wusste ich das nicht und das ist ganz schämend. Wer wird bei der Europawahl gewählt? Europawahl, das glaube ich ist der Führer der EU. Europawahl. Ich glaube, die Länder, die in EU eintreten, einfach. Falsch, okay. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich gehe jetzt zu Frage 19. Juni 1948 bis Mai 1949 würden die Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich? Luftbrücke, was ist das? Ich glaube, weil, keine Ahnung, ich sag, wenn ich mich gut erinnere, gab es so ein Teil von Deutschland, so Checkpoint Charlie oder so, das zu Britannien gehörte und dann zu Russland, zu Frankreich. Ich glaube, ich sage, was ist eine Luftbrücke eigentlich? Ich sage, weil die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege. Richtig. Ich habe geraten. Okay, ja, ich gehe jetzt zu der nächsten Frage. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Ich weiß alle Nachbarländer von Deutschland. So oben, Dänemark, dann Tschechien, Polen, ich weiß nicht, wie die Order ist, aber es gibt Schweiz, Österreich, Belgien, Holland, Frankreich, ja.
Welches Land ist ein Nachbarland? Tschechien natürlich. Okay, weiter. Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf... Das ist keine Meinungsfreiheit natürlich. Gleichbehandlung natürlich. Das ist die Antwort. Eigentlich finde ich diese Fragen ganz einfach im Vergleich zu Hamburg. Also ein kleiner Tipp an alle Ausländer, wenn ihr nach Deutschland einwandern möchtet, dann geht nach Berlin, denn es scheint, den Einbürgerungstest in Berlin ist ganz einfach. Okay, wie viele Bundesländer hat die 16? Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament? Ich glaube, das heißt eine Union irgendwie. Ich sag Verband. das ist eine Fraktion. Vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden. Fraktion heißt so, dass Leute getrennt sind oder was? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Also vielleicht kann jemand das erklären. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? Weiß nicht. Ich glaube, es ist zwischen... Nee, eigentlich weiß ich nicht. Wer ist Clemens Brentano? Das klingt nicht deutsch. Ich sage, der ist nicht einer. Friedrich von Schiller... Nee, der war... Also ich weiß, Friedrich von Schiller hat was geschrieben, aber ich glaube nicht, dass das... Okay, Johann Wolfgang von Goethe klingt nicht richtig, den... Nein. Ich sag Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Ist richtig! Wuhu! Aber ich habe das eigentlich einmal gegoogelt und ich wüsste, es war nicht Goethe. Das wüsste ich nicht. Also das wüsste ich einfach, es war nicht Goethe. Okay, ich gehe jetzt zu Frage 25 und ich glaube, es sieht positiv aus. Ich werde bald nach Berlin. Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind frei, demokratisch, alle vier Jahre, friedlich. Okay. Frei, gleich, geheim. Wie in Kenia. Also wie in Kenia. Ich sage frei, gleich und... Was heißt gleich da? Nee, nicht gleich. Ich sage sicher, nicht freiwillig, nee. Geschlossen, nee. Offen, sicher, frei. Was heißt gleich da? Frei, gleich und geheim. Also gleich vielleicht heißt gleich, dass Leute gleich sind. Ich sage das. Richtig, okay. Das klingt, es hat so einfach richtig geklungen. Ich gehe jetzt zu der nächsten Frage und jetzt bin ich auf Frage 26 von 33. In Deutschland hat ein Kind in der Schule Anwesenheitspflicht, Anspruch auf Schulgeld, das ist nicht ein Muss, glaube ich, Wahlfreiheit für alle Fächer, nee, Recht auf unbegrenzte, nee. Also, ich sage Anspruch auf Schulgeld. Oh mein Gott, was sage ich? Nee, ich sage Anwesenheit, Pflicht. Das ist Pflicht. Also, Schulgeld ist nicht Pflicht. Ja, okay, weiter. Wie wird der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, das ist die Wiedervereinigung. Ja, da musste ich nicht die ganze Frage lesen. Also jedes Mal, dass ich 1990 sehe und Deutschland, weiß ich einfach, Oktober, der 3. 1990, da gab es ein Deutschland. Okay, ich habe jetzt 4 Fragen mehr. Oder, ja, 4? Oder, nee, nicht 4. Was versteht man unter dem Recht der Freizügigkeit in Deutschland? Freizügigkeit, ich glaube, das heißt, dass du dich bewegen kannst, wohin du willst. Ich glaube, das heißt Wohnort. Das klingt richtig. Okay, ja, das war richtig. Okay, ich gehe zu der nächsten Frage. Das ist, wer wählt den deutschen Bundeskanzler?
Die Deutschen. Ich erinnere mich, das letzte Mal waren viele Leute gegen Angela Merkel und sie hat wieder gewonnen und ich glaube, das sind die Bundes-, also Staatsangehörigen. Kanzler, ich dachte das Volk. Also die Antwort ist der Bundestag. Wow, ich dachte, die Leute wählen, wer Bundeskanzler ist. Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Also das, die junge Dame ist Christel. Was ist richtig? Sie muss mindestens 10 Jahre in Deutschland leben, bevor sie den Führerschein machen kann. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber es klingt richtig. Sie kann die Theorieprüfung vielleicht in ihrer Mutter... Nee, glaube ich nicht. Nee, eigentlich, wenn du einen hast, das so dem Deutschen entspricht irgendwie, dann kannst du einen Refresher-Test machen, so ein Test, das zeigt, dass... Keine Ahnung, ich sag einfach, wenn sie kein Deutsch kann, darf sie keinen... Nee, also nicht darf nicht. Du kannst einen haben, aber es ist... Sie würden es... Nee, okay, ich sag 10 Jahre muss sie in Deutschland leben. Ich weiß, das ist unmöglich, aber okay, das war falsch. Okay, sie kann die Theorieprüfung machen. Welchen Minister, welche Ministerin hat Nordrhein-Westfalen nicht? Justiz, Außen, Finanz, Innen. Außen brauchen sie nicht. So, Außenminister ist für Deutschland und andere Länder. Ich glaube, ich sage Außenminister, aber Innenminister. Ja, Innenminister ist in Deutschland. Ich sage Außenminister. Richtig! Wuhu! Okay, jetzt bin ich bei der letzten Frage, Leute. Frage 33, oder? Nee, Frage 32. Welches Bundesland ist Nordrhein-Westfalen? Da war ich in Düsseldorf. Und da muss ich richtig haben. Wenn ich falsch habe, dann bin ich ganz blöd. Nummer 4 ist, wo Frankfurt ist. Und das ist Hessen. Wenn ich nicht falsch habe. Und Nummer 1 ist... Also was? Nummer 1 ist... ich sage Nummer 3. Ja, okay, meine Antwort war da richtig. Zum Glück. Und jetzt gehe ich zu der letzten Frage, Leute. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen heißt ist das Düsseldorf oder Dortmund? Oder Bonn oder Köln? Also alle klingen irgendwie wie Hauptstädte. Also ich glaube nicht, dass es Bonn ist, denn Bonn war einmal die Hauptstadt von Deutschland und ich glaube, so, es hatte schon eine Chance, Hauptstadt zu sein. Düsseldorf kann sein. Aber ich bin mir nicht sicher. In Düsseldorf hat niemand mir gesagt, dass das die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen war. Keine Ahnung. Dortmund, es klingt einfach nicht richtig. Ich sag Köln. Ist das richtig? Hä? Wo ist die Antwort? Ah, nee, hä? Wie ich mich gerade schäme. Oh mein Gott, ich hoffe, meine Freunde werden dieses Video nicht sehen. Meine Freunde, mit denen ich in Düsseldorf war, das wüsste ich gar nicht, dass ich in der Hauptstadt war. Wow, ich schäme mich wirklich da. Ja, aber ich habe bestanden. Ich habe 22 Fragen von 33 richtig beantwortet. Also ich habe 11 falsch beantwortet. Ich glaube, ich bin bereit für Berlin und Berlin ist bereit für mich. Und ja, ich hoffe, dass dieses Video interessant war für euch, auch wenn ich ein bisschen dumm aussehe gerade. Ich war in Düsseldorf und ich wusste nicht, dass Düsseldorf die Hauptstadt war. Wie? Okay, Leute, also das war alles. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und wenn nicht, wenn schon, ein Like geben, einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, dann kannst du mir sagen, warum nicht. Und ja, ich würde mich freuen. Ich freue mich über die Kommentare, aber bitte seid nett. Ich weiß, es gibt einige von euch eigentlich, die diese Fragen nicht richtig wie ich beantworten können. Und ja, das alles für heute, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Valentinstag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!